Willkommen bei den drei Seelotten. Hä, haben wir nicht mal geredet zusammen? Erkennst du dieses Flugblatt? Natürlich erkenne ich es. Sie sind jetzt überall auf den Straßen zu sehen. Warum fragst du? Ich frage mich, wer es geschrieben hat. Irgendetwas sagt mir, dass du diese Person warst. Ich? Aber woher hast du das denn? Wenn es anders wäre, wärst du nicht so nervös. Ich bin überhaupt nicht nervös. Für eine so große Auflage von Flugblättern musst du eine Menge Gold bekommen haben. Genug, um dich dazu zu bringen, ein Auge auf ihren Inhalt zu werfen. Ist es das, was passiert ist? Es ist wahr. Ich wurde beauftragt, es zu tun, aber ich bin nicht stolz darauf. Wer hat sie bestellt? Ein Typ mit einer Kapuze. Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen. Er war auch nicht sehr gesprächig. Wir machten ein Geschäft. Er ließ einen Beutel mit Silbermünzen zurück und ging. Ein paar Tage später nahm er die Flugblätter mit und ich sah ihn nie wieder. Moment mal. Was für Silbermünzen? Ich habe noch nie in meinem Leben so viel für einen einzigen Auftrag bekommen. Abgesehen von einigen sehr dreisten Dieben. Die wollten, dass ich ein gestohlenes Buch für sie abschreibe. Hast du diese Münzen noch bei dir? Ich habe einen Vorrat an Tinte und Griffel mit ihnen gekauft, aber eine davon habe ich als Andenken behalten. Ja, du kannst sie haben. Tut mir leid, aber mehr weiß ich nicht darüber. Warte, eine Sache noch. Du wirst deinem Vorgesetzten doch nicht sagen, dass ich diese verdammten Flugblätter geschrieben habe, oder? Du hast mir geholfen, also helfe ich dir auch. Dafür sollst du in den Kerker geworfen werden. Also ich würde sagen, hängt doch von ab, was du mir anbieten kannst. Na gut, sie haben jetzt einen Aufstand hochgepusht, aber und der ist eigentlich auch der einzige Schreiber der Stadt, ne? Es hätte auch niemand richtig machen können. Das hängt davon ab, was du mir anbieten kannst. Man sagt, Schweigen ist Gold. In meiner Geschichte wird das Schweigen bezahlt. Mit Gold. Ich habe nicht viel außer Bücher. Du kannst doch lesen, oder? Ich kann dir das hier geben. Was sagst du dazu? Ich will sehen, ob du die Wahrheit sagst. Ich habe einen besseren Vorschlag. Du gehst nach draußen und ich schaue nach, ob du nicht irgendwo Münzen versteckt hast. Nimm diese Kiste. Ich habe nichts anderes. Vielen Dank, Kumpel. Okay. Du sprachst vorhin von einigen dreisten Dieben. An wen hast du dabei gedacht? Vor ein paar Wochen kamen morgens zwei Jungen in deinem Alter zu mir und baten mich, ein paar Seiten aus einem bestimmten Buch für sie abzuschreiben. Sie boten mir sogar einen hohen Vorschuss an, aber ich lehnte ab. Das Buch trug das Siegel der Stadtbibliothek, was bedeutete, dass es unrechtmäßig entwendet worden war. Die Diebe müssen es selbst bemerkt haben, denn einen Moment später rannten sie so schnell weg, dass ich nur noch eine Staubwolke sah. Übrigens habe ich mir einen Raubüberfall immer anders vorgestellt. Ich dachte, sie würden mich verprügeln oder zumindest bedrohen, aber diese Typen haben nicht einmal ein Messer gezückt. Um welches Buch ging es da? Lass mich mal nachdenken. Oh ja, Blaues Blut von Acholos. Ich glaube, so lautete der Titel. Es ist eine Sammlung aller lebenden Mitglieder der Adelsfamilien auf der Insel. Bücher über Stammbäume waren nie sehr wertvoll. Daher ist es etwas seltsam, dass es Dieben zum Opfer fiel. Du hast dich geweigert, ein paar Seiten eines gestohlenen Buches umzuschreiben. Aber du hast zugestimmt, hunderte von Hetzflugblättern zu schreiben. Wo ist da die Logik? Politik ist Politik und das Gesetz ist das Gesetz. Ich wollte nur nicht in Schwierigkeiten geraten. Außerdem habe ich ein gutes Verhältnis zu den Magiern. Wenn sie herausfinden würden, dass eine Kopie dieses Buches auf dem Markt ist, würde ich vor Gericht gestellt werden. Wow. So, wir haben jetzt was. Also, ich habe mich dazu entschlossen, mich bestechen zu lassen. Einfach aus dem Grund, erstens, wir brauchen Gold und zweitens, wir müssen ja nicht jeden jetzt in Gefängnis bringen, ne? Also er hat's gemacht für Silbermünzen, ja, aber so ist es halt, ne? Aber jetzt komplett zu schweigen, ohne was davon zu bekommen, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. So. Ah, Ivy, stimmt, die ist jetzt bei dem Metzger. Vielleicht war es auch die falsche Entscheidung. Aber
Ich habe jetzt das daran, ja. Ich habe einige nützliche Informationen für dich. Ah. Was hast du herausgefunden? Ich habe mit dem Metzgerslager gesprochen. Es hat sich herausgestellt, dass das Blut an der Wand von Volkers Haus von einem Mulret stammt. Außerdem hat sich herausgestellt, dass mehrere Bewohner der Altstadt ähnliche Flecken an ihren Gebäuden gefunden haben. Hä? Der Unterschied ist, dass sie mit Farbe gemalt waren. Okay. Gas keine Möglichkeit hatte, die Altstadt zu betreten. Sind die Hauptverdächtigen in diesem Fall die Bediensteten der reichen Bürger? Wahrscheinlich haben sie diesen Unsinn der Agitatoren gehört und dachten, das sei eine gute Möglichkeit, ihren Unmut zu zeigen. Es scheint also, dass die Zeichnungen überall in der Stadt unterschiedliche Künstler, aber denselben Hintergrund haben. Also, was aus der Volkershaus angemalt hat? Alles deutet darauf hin. Er hatte ein Motiv. Er wurde in der Nähe der Villa gesehen und Slager gab zu, dass ein Milchgesicht bei ihm war und nach den Blutarten von Tieren fragte. Und du glaubst, er hat Volker angegriffen? Jemandes Haus mit Blut zu bespritzen ist eine Sache. Aber jemanden mit einer Armbrust anzugreifen erfordert ein bisschen mehr Mut und Geschick. Eines ist sicher, er hegt einen Groll gegen Volker und war bereit, das Gesetz zu brechen, um das zu zeigen. Ob er oder jemand anderes die Schuld trägt, werden unsere edlen Herren entscheiden. Lass sie besser nicht warten. Morris kann wahrscheinlich schon nicht mehr in seinem Stuhl sitzen, weil noch immer niemand verurteilt worden ist. Du hast recht, der Prozess muss so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Kluger Junge. Anständige Bürger werden sich sofort sicherer fühlen und diejenigen, die darauf aus sind, das Eigentum anderer zu zerstören, werden sehen, wohin das führt. Okay, dann heißt es, wir müssen... Ah, Lorenzo, ja. Lorenzo Pellegrini, la 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 la. Es ist mir gelungen, den Attentatsversuch zu untersuchen. Ich vermute, dass im Rathaus bereits entschieden wurde, wer verurteilt wird. Aber es lohnt sich, zu zeigen, was du herausfinden konntest. Also, bist du bereit? Los geht's! Oh? Oh, das ist der Aufstand. Oh, die sind alle mit Degen. Diese einzige Wache. Ah, Lorenzo. Ah, okay. Aha. Interesting. Roderich. Lorenzo. Ah, hey. Dein Anführer mag anwesend sein, aber du berichtest an mich. Vergiss das nicht. Ich werde versuchen, keine Details auszulassen. Okay, fangen wir ganz am Anfang an. Hast du mit Ars gesprochen? Ja, er bestand darauf, dass er hinter dem Attentat steckte. Aber meiner Meinung nach redete er nur Unsinn. Wie kommst du darauf? Er prahlte mit Dingen, die er nicht getan hat und sagte immer wieder, er sei ein Nationalheld. Er sprach davon, Chaos auf der Insel zu verbreiten, die Stadt auf den Kopf zu stellen und andere verrückte Geschichten. Vielleicht war er sowohl ein Attentäter als auch ein Verrückter. Hast du das nicht in Betracht gezogen? Einer sagte etwas anderes. Einer seiner Mitgefangenen erzählte mir, dass Ass in Kontakt mit einem Mann namens Blake stand. Blake? Welcher Blake? Ein südländischer Kämpfer. Der Gefangene behauptete, dass er derjenige war, der Ass überredete, Volker zu ermorden. Südländer. Erzähl weiter. Wie von diesen Gefangenen vorgeschlagen, machte ich mich auf den Weg zum Hauptquartier der Südländer im Hafen und wechselte ein paar Worte mit ihrem Anführer. Blake bestätigte, dass Ars tatsächlich für ihn arbeitet. Aber Blake selbst wollte nicht, dass Volker stirbt. Er lachte auch über meinen Verdacht, dass er Ars damit beauftragt hat. Auf welcher Grundlage glaubst du diesen Abschaum? Blake wollte an die Oberin, nicht an Adel. Ars konnte nicht mit einer Blake wollte sich an der Obrigkeit rächen, nicht am Adel. Nur weil er dir das gesagt hat, heißt das noch lange nicht, dass es auch so ist. Jeder Gauner, den ich in meinem Leben erwischt habe, hat alles getan, um seine Verbrechen zu leugnen. Warum sollte es in diesem Fall anders sein? Ich war allein auf dem Dachboden gegen drei Männer.
Wenn Blee gewollt hätte, hätte er mich jederzeit umbringen können. Meinst du nicht, dass er das vielleicht nur gesagt hat, um uns in die Irre zu führen, weil er wusste, dass du mir später davon erzählen würdest? Blade behauptete, dass Ars die Armbrust nicht nachladen konnte und wie wir wissen, erschoss der Attentäter Volker mit eben dieser Waffe. Wenn es so ist, wie du sagst, wozu braucht er dann den Jungen? Er diente ihm als Bote. Es war schwierig für Blade, seinem Volk Botschaften zu überbringen, wenn er sich die ganze Zeit versteckt hält. Und Ars als Verfechter von Idealen war leicht zu manipulieren. Das ergibt Sinn. Und was ist aus diesem Blade geworden? Er und seine Männer liegen auf dem Dachboden eines der Häuser in der Nähe des Eingangs zum Ahnenviertel. Hast du sie getötet? Jeden einzelnen von ihnen. Ich will nicht, aber ich denke, ich muss meinen Hut vor Lorenzo ziehen. Gut gemacht, Söldner. Die Waffe war wahrscheinlich nur eine Armbrust, aber ich habe den Bolzenkopf, der Volkers Leibwächter getötet hat. Ein Bolzenkopf? Soweit ich weiß, haben meine Männer keine Bolzenköpfe in der Nähe des Anwesens gefunden und ich habe ihnen befohlen, nach Spuren zu suchen, bis sie umfallen. Sie konnten ihn nicht finden, weil er in Normans Körper steckte. Wie bitte? Du hast eine Leiche ausgegraben und ein Stück Eisen aus ihr herausgeholt? Der Junge wurde mit dem Bolzenkopf begraben. Ich musste es tun, um etwas darüber herauszufinden. Ich gebe zu, das ist eine ungewöhnliche Idee. Ich hoffe nur, du hast hinterher aufgeräumt. Zeig mir den Bolzenkopf. Diese Stacheln müssen dem Jungen böse Wunden zugefügt haben. Hast du herausgefunden, wer den Bolzen hergestellt hat? Es war wahrscheinlich jemand aus dem Wolfsbau. Dem Wolfsbau? Ingur, unser Waffenschmied, bestätigte, dass er vor ein paar Monaten den Auftrag erhalten hatte, ähnlich aussehende Bolzen zu schaffen. Diese Bolzenköpfe, wie auch dieser, wurden aus Silber hergestellt und laut Ingur befindet sich die einzige Mine mit diesem Erz auf der Insel in der Nähe des Wolfsbau. Ich glaube nicht, dass sie es auf dem Seeweg einführen würden. Und der Handel zwischen der Stadt und dem Wolfsbau ist seit einiger Zeit zurückgegangen. Gut gemacht. Das sollte unsere Suche erheblich einschränken. Eine Sache interessiert mich. Warum scheint immer Söldner beteiligt zu sein, wenn etwas passiert? Es scheint nur Zufall zu sein. Zufall, was? Willst du mir sagen, dass das Blut in Volkers Anwesen auch ein verdammter Zufall ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Was weißt du darüber? Volkers Gärtner wusste nicht viel über das Blut am Haus seines Herrn. Ich habe es vorgezogen, mir selbst einen Überblick zu verschaffen und habe etwas von der Flüssigkeit in einer Flasche gesammelt. Einige Feuer sein, das sind vielleicht... Stimmt, ja. Einer von Volkers Männern teilte mir mit, dass Lager das Blut identifiziert hat und es zu einem Mulrit gehört. Außerdem erwähnte der Meister selbst, dass es einen Jungen gab, ähnlich wie Ars, der sich nach den Arten von Tierblut erkundigte. Da Ars ein Motiv hat und in der Nähe des Grundstücks gesehen wurde, deutet alles darauf hin, dass er der Urheber der Malereien an Volkers Villa ist. In diesem Fall müssen verschiedene Personen für die Vandalismusakte in der Altstadt und auf Volkers Anwesen verantwortlich sein. Erstens hat Ars keinen Zugang zu diesem Viertel und zweitens wurden die Malereien hier, wie ich wenige Stunden vor unserem Treffen erfuhr, mit Farbe gemalt. Irgendeine Idee, wer für diese Malereien in der Altstadt verantwortlich ist? Ich denke, es war Angestellte... Ich denke, es waren die Angestellten der Reichen in der Altstadt. Das ist eine sehr vernünftige Vermutung. Sieht aus, als müssten wir auch hier die Patrouillen verstärken. Vielleicht haben diese verdammten Flugblätter, die in letzter Zeit in der Stadt verteilt wurden, die Leute so verwirrt, dass sie nun Vandalismus begehen. Konntest du feststellen, wer für diese Papiere verantwortlich war? Oh. Oh. Nicht genau. Aber ich weiß, wer sie verteilt. Wer? Eine Gruppe von Agitatoren. Agitatoren. Ein großes Wort für ein paar Schreihälse. Konntest du zu einem von ihnen durchdringen? Weißt du sonst noch was über sie? Sie wurden von einem Mann namens Ludlow angeführt. Ludlow? Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Ich habe ihn das letzte Mal im Hafen gesehen. In diesem Fall hoffen wir, dass meine Jungs ihre Augen und Ohren offen halten. Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Ich glaube, das ist es. Nun ist es an der Zeit, das Urteil des Richters zu hören. In Anbetracht aller von dir gesammelten Hinweise und angesprochener Punkte in deinem Bericht erkläre ich den verdächtigen und inhaftierten Bürger Ars als nicht schuldig im Sinne der Anklage. Außerdem wird er für die Unannehmlichkeiten, die er durch die Stadtwachen erlitten hat, mit einem Zehntel der vierteljährlichen Einnahmen der Stadtwache entschädigt.
Genug, um die Schulden seines Vaters zu begleichen und ein gesetzestreues Leben zu beginnen. Was? Ich soll diesen Drecksack bezahlen? Eure Exzellenz, das ist nicht gerecht. Dies ist das Urteil des Gerichtes und wie ich glaube auch der Wille der Exzellenz selbst. Wenn du die Sache aus rechtlicher Sicht diskutieren willst, kannst du mich gerne besuchen, Hauptmann. Ich nehme an, du kennst den Weg. Nun, da wir diesen Fall abgeschlossen haben, können wir zu folgenden Punkten übergehen. Für heute ist genug geredet. Ich muss mich auf meine Rede vorbereiten. Bitte lasst mich allein. Eine Sache noch, Junge. Ich weiß deinen Beitrag zur Lösung dieses Falles zu schätzen. Wenn du nicht wärst, könnten die Bewohner der Altstadt noch immer nicht zur Ruhe kommen. Dacholos braucht mehr solch talentierte und entschlossene junge Männer. Im Rahmen meines persönlichen Dankes ernenne ich dich zum Ehrenbürger der Altstadt. Ab heute kannst du dich in ihrem gesamten Gebiet frei bewegen und alle in unserem Bezirk verfügbaren Dienstleistungen nutzen. Endlich. Ja, jetzt habe ich doch noch diesen Boten gepetzt. Aber ich habe mich irgendwie falsch gefühlt, das nicht gesagt zu haben, wer der Schreiber war, aber egal. Elender Dieb, na warte! Da! Upsi. Ich war's nicht. Das war der da. Aber auf jeden Fall haben wir das wirklich gut hinbekommen mit dem Fall. Hätte ich nicht erwartet, dass es so, sage ich mal, leicht wird. Aber klar, hätten wir dieses Haus mit der Sonne nicht gefunden gehabt vor ein paar Folgen, dann hätte ich das wahrscheinlich nie gefühlt gefunden. Wobei, Hafen, obere Hafen, ja, okay, hätte ich schon vielleicht gefunden, aber trotzdem. Statthalter, wie kann ich dir helfen? Habt ihr irgendwelche Aufgaben für mich? Nein, ich brauche deine Hilfe im Moment nicht. Ich danke dir jedoch für dein Angebot und werde es für die Zukunft im Hinterkopf behalten. Okay. Beamter, okay. Tür. Das ist... Und Beamter, okay. Das sind alles Beamte. Okay, okay, okay. Oh, shit. Ich bin beschäftigt. Oh, oh. Lol. Womit denn? Was war's, glaub mit dem? Wen haben wir denn hier? Bist du auch gekommen, um dir das Spektakel anzusehen? Ich habe nichts zu tun. Redlock ist weg und auf den Straßen gibt es nur noch Abschaum. Wie geht es, Morris? Er macht sich bereit für seine Ansprache. Er sollte besser etwas Vernünftiges zu sagen haben. Ich konnte die Unschuld von As beweisen. Jetzt muss ich nur noch zu Volker zurückkehren und meine Belohnung einfordern. Die Agitatoren stecken also dahinter? Die Hinweise deuten auf jemanden aus dem Wolfsbau. Ich weiß nicht, ob der Attentäter auf Befehl einer Gruppe oder allein gehandelt hat. Aber ich weiß, dass diese Person gut vorbereitet war. Aber er hat nicht getroffen, also hat er unter Druck gehandelt. Vielleicht hat er sogar willkürlich gehandelt. Das werden wir erst herausfinden, wenn wir unsere Ermittlungen fortsetzen. Aber ich habe meinen Auftrag schon erledigt. Ich hoffe, dein Boss steht zu seinem Wort. Warte. Siehst du? Ich glaube, es geht los. Das Spiel kann nicht aufhören, nicht abzustürzen. Es macht es so oft, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Liebe Bürger von Acholos, eure Anwesenheit hier auf diesem Platz beweist, dass ihr euch für unsere wunderbare, jahrhundertealte Stadt verantwortlich fühlt. Eine Stadt, die auf dem Fundament der Ehre steht. Gastfreundschaft gegenüber Fremden und Loyalität gegenüber der ungeteilten Macht von Myrtana. Im Laufe vieler Jahre hat sich unser Land vielen Herausforderungen gestellt und sie alle bezwungen. Heute stellen wir uns einer weiteren und ich habe keinen Zweifel, dass wir auch sie meistern werden. Doch bevor das geschieht, müssen die Schuldigen ihre verdiente Strafe erhalten. Mit den vereinten Kräften der Stadtwache, der Händlergilde und vieler einfacher Bürger von Acholos haben wir den Schuldigen gefunden.
Der Anschlag auf den weitbekannten und respektierten Bürger Volker war nicht nur ein einfacher Mordanschlag. Dieses abscheuliche Verbrechen war ein Versuch, das Abbild unserer sicheren Stadt zu zerstören und unsere Bürger zu verunsichern. Weder ich noch das Volk werden sich deiner Seele erbarmen, Verurteilter. Beten wir, dass Innos sich erbarmt. Oh. Heute ist Acholos sicherer geworden. Um unser Heim zu schützen, muss jeder von uns Verantwortung übernehmen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind verpflichtet, verdächtiges Verhalten direkt dem Hauptmann der Stadtwache zu melden. Jedes Verhalten, das die Unversehrtheit der Insel und des Königreichs bedroht, wird mit der Höchststrafe geahndet, dem Tod oder im Fall von Begnadigung, der Verbannung ins Minental. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Krass. Heftig. Das nenne ich ein Spektakel. Es ist schon lange her, dass in unserer Stadt jemand enthauptet wurde. Ich muss zugeben, dass all das Abhacken von Köpfen zur Freude der Massen etwas beunruhigend Hypnotisches hat. Naja. Ich bin froh, dass dir gefallen hat. Es ist wichtig, dass es bestraft wurde. Ich bin mir immer noch nicht sicher, der Ding, aber was mich betrifft, das, ja, schweigen wir einfach. Sprachlos? Ich dachte, der Besuch in der Bucht hat dich immun gegen solche Anblicke gemacht. Wir müssen Volker von dem ganzen Vorfall erzählen. Ich bin sicher, er wird sich freuen. Willst du dich lieber dort treffen oder gehen wir gemeinsam dorthin? Oh, gehen wir doch zusammen. So eine Gesellschaft werde ich nicht ablehnen. Ich fühle mich geehrt. Hä? Wo ist die jetzt? Die ist doch nicht mal hier. Naja, never mind. Endlich bist du da. Ich habe mich gefragt, ob der Scharfrichter heute zwei zusätzliche Aufgaben bekommen hat. Wie ist es gelaufen? Der mächtige Attentäter ist tot und die Menge ist gespalten. Die Bürger der Oberstadt schienen mit der Hinrichtung zufrieden zu sein, im Gegensatz zum ärmeren Teil der Menge. Morris hielt seine Rede voller großer Worte und angedeuteter Bedrohung. Aber abgesehen davon passierte nichts Interessantes. Gut, ein Problem gelöst. Es ist Zeit, die wahren Schuldigen zu finden. Was ist mit diesem Gefallen für mich? Ruhig, Junge. Alles zu seiner Zeit. Wie du vielleicht schon weißt, gibt es in unserer Stadt eine Organisation, die nichts anderes im Sinn hat, als ganz Acholos zu destabilisieren. Sie haben alle möglichen Methoden. Es würde mich nicht wundern, wenn sie den Jungen so verwirrt haben, dass er sich gar nicht verteidigen kann, wenn er angeklagt wird. In Wirklichkeit wird aber niemand ruhig schlafen können, bis nicht der wahre Attentäter und die Leute, die hinter ihm stehen, ihren Kopf unter die Axt legen. Konntest du etwas finden, das dir hilft, sie zu erreichen? Bei meinen Nachforschungen habe ich erfahren, dass der Bolzen, der einem deiner Männer zum Verhängnis wurde, höchstwahrscheinlich aus dem Wolfsbau kam. Aus dem Wolfsbau? Faszinierend. Ivy, nimm Marvin mit und geh so schnell wie möglich zu Ulrichs Festung. Finde alles heraus, was du kannst. Ich will diese Agitatoren, und zwar bevor der königliche Gesandte eintrifft. Sie können sonst die damit verbundene Verwirrung nutzen, um weitere gefährliche Aktionen zu unternehmen. Ich will dich hier nicht ohne Namen sehen. Am besten, du lieferst mir die Köpfe der ganzen Bande. Sobald wir ihre Aktionen gestoppt haben, können wir in Ruhe zu deinem Anliegen übergehen. Wer weiß, vielleicht sind die beiden Sachen sogar irgendwie miteinander verbunden. Schließlich machen diese Verrückten vor nichts Halt, um die Insel zu destabilisieren. Ja. Kapitel 4. Ein Herz aus Stein. Also das mit den Südländern wollte ich jetzt nicht sagen, weil... Oh. Sieht aus, als stünde uns ein kleiner Ausflug bevor. Warst du schon mal im Wolfsbau und kennst den Weg? Nee.
Kannst du mich dorthin bringen? Okay, wir treffen uns in Silber. Es gibt noch eine Sache, die ich gerne erledigen möchte, bevor wir uns auf den Weg machen. Wer weiß, wie viel Zeit wir im Wolfsbau verbringen werden. Es ist schwer, etwas aus diesen großen Jungs herauszuholen. Also, was wollte ich gerade sagen? Das mit Nasin, Assassinen, hätte ich jetzt eh nicht gemacht, dass wir das gesagt haben, mit den Südländern. Weil der hatte das ja gar nicht mit denen auf sich. Also, ja, er hat gesagt, er möchte die Stadt, der, so wie er es gesagt hat, destabilisieren. Aber trotzdem, wir haben lieber das andere genommen. Und 600 Gold, Alter, ist schon eine Haufen Menge, ne? So, Leute, wir können endlich in die Altstadt. Richtig geil. Das sind alles normale Bürger. Wer ist das? Polarstern. Was war das? Welche Nummer war es? Verdammter Mist, ich hab's vergessen. Warum belästigst du mich? Ups. Ich bitte um Entschuldigung. Nein, verzeih mir. Ich sollte mir Notizen zu meinen Berechnungen machen. Das sollte ich mir merken. Sag mir, warum du hier bist. Bist du an meiner Arbeit interessiert? Kannst du mir sagen, was du hier machst? Man könnte sagen, ich bin ein Gelehrter. Die Magier sehen meine Arbeit nicht als etwas anderes der Wahrheit entspricht und die Anwohner bevorzugen eher profane Themen. Aber ich bin stolz auf die Forschung, die ich betreibe. Ich bin ein Astrologe. Heutzutage betrachten viele meine Arbeit eher als Kuriosität denn als echte Wissenschaft. Aber das entmutigt mich nicht. Dank der Aufzeichnung werden meine Bemühungen nicht umsonst sein und auch künftige Generationen werden von diesem Wissen profitieren können. Brauchst du Hilfe? Ich weiß deine Frage wirklich zu schätzen, aber ich fürchte, dir fehlt die Erfahrung, um mit mir Korrelationsberechnungen und Himmelsbeobachtungen durchzuführen. Aber du kannst meine Arbeit oder die meiner Vorgänger erkaufen. Hm, okay. Lass uns handeln. Ja, okay. Alles klar. Oh, was gibt's noch Schönes? Hier geht's raus. Ilse. So ein Hammer wie die Big Ben, ne? Schöner Hammer. Bist du Abenteurerin? Ich hasse diese hohle Vokabel. Aber so kann man es sagen. Ich reise durch unser Königreich auf der Suche nach Orten, wo man gutes Gold für interessante Arbeit machen kann. Wenn ich nur gewusst hätte, dass Acholos so langweilig ist, dann wäre ich direkt nach Korinnes gesegelt. Na, wenigstens ist der Wein und das Essen hier so gut, wie man überall hört. Was machst du hier? Gehst du immer auf Fremde zu und stellst Fragen? Warum stellst du dich nicht erstmal vor? Ich bin Marvin. Und ich bin Ilse. Ich hoffe, du willst mich nicht zu lange von der Arbeit abhalten. Welche Arbeit? Ich glaube, Adana selbst hat dich hierher geschickt. Ich habe gehört, du bist ziemlich gut darin, durch die Stadt zu laufen und Besorgungen zu machen. Worum geht es? Ich würde gerne meine Beziehung zu den Wassermagiern aufwärmen. Wir sind in den letzten Jahren nicht gut miteinander ausgekommen. Doch schließlich sind sie eine der angesehensten Gruppen der Gesellschaft. Ich habe versucht, in ihrem Tempel oder für die Armen zu spenden. Aber wie ich gehört habe, halten sie mich für einen Menschen, der sich nicht um die Not der Armen kümmert und nur seine eigenen Interessen im Auge hat. Vielleicht wird eine Geste des guten Willens ihre Meinung ändern. Und okay, hier kommst du ins Spiel. Du musst mir bei dieser Geste ein bisschen helfen. Hm. Natürlich wirst du nicht unbelohnt bleiben. Ich bin ein einflussreicher Mann. Ich kann mich revanchieren. Okay. Was brauchst du? Ich habe erfahren, dass die Magier regelmäßig warme Mahlzeiten an die Armen im armen Viertel verteilen. Okay. Ich möchte, dass du für Magier Laudus eine heiße Suppe direkt aus meiner Weinschenke lieferst. Okay, kann ich machen. Ich hatte nicht erwartet, dass du selbst Suppe für die Armen kochst. Ich selbst? Das ist doch lächerlich. Ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Hier ist das Rezept. Einige der Zutaten stehen hinten. Wenn etwas fehlt, kaufe einfach die Zutaten, die du brauchst. Okay. Wenn das so ist, koche ich die Suppe. Ja, das stimmt. Denk dran, wenn die Magier fragen, wer diese Suppen gemacht hat, siehst du mich an den Töpfen. Wie ich sehe, hast du ein ziemliches Monopol. Wie ich sehe, hast du ein ziemliches Monopol auf das, was du tust. Das ist klar. Die Leute wissen, was gut ist.
Und die Empfehlung von Roma den Zweiten selbst ist Beweis genug für die Qualität meiner Produkte. Jeder, der versucht, auf diesem Markt aufzutreten, und sei es auch nur für einen Moment, wird sofort von dir entthront. Ohne Gnade. Sicherlich gab es den einen oder anderen, der dich vom Thron stoßen wollte, um dein Geschäft zu übernehmen. Ja, es hat Zwischenfälle gegeben. Aber sie waren alle so ungeschickt, dass ich mein Weilimperium bisher in Ruhe weiterführen kann. Okay. Was gibt's hier Schönes? Bürgerin, Bürger, Musiker, okay. Was noch? Koch? Wo sind denn diese Rezepte? Lol. Ist das? Raus! Okay. Ja, bitte dir. Geht doch. Ja, und wurden die in die Rezepte? Hier oder wie? LOL! Wollt ihr mich verarschen? Die hauen sich ja den Schädel ein. Gar nicht so übel. Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Toll. Er hat mir meine Waffe genommen. Mein Gold nicht, aber meine Waffe. Das wirst du doch. Gib mir meine Waffe. Wag es ja nie wieder, mich anzugreifen. So Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt einfach nochmal geladen und bis hierher gespielt. Ja. So. Was gibt's denn hier sonst noch? Dannis. Wer bist du? Mein Name ist Dannis. Und ich bin der oberste Richter in der Stadt Achronos und Mitglied des Stadtrats. Okay. Was ist hier passiert? Warum wird das Haus vernagelt? Sein früherer Besitzer wurde zur Arbeit im Minental verurteilt. Er wird diesen Ort nicht mehr brauchen. Okay. Weshalb wurde er verurteilt? Diese Informationen sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Ich kann dir nur sagen, dass er unserer großartigen Stadt geschadet hat. Kann ich dir irgendwie helfen? Es gibt etwas, was du tun könntest. Es ist die perfekte Arbeit für einen Mann aus der Händlergilde. Nach den Vorschriften muss das Haus des Verurteilten mit allen Einrichtungsgegenständen versteigert werden. Ich möchte, dass du mit diesem Dokument zu Wenzel gehst und ihn bittest, 5 Kopien anzufertigen. Okay. Dann wirst du sie in der Altstadt und an anderen wichtigen Orten verteilen. Die genaue Liste findest du auf der Rückseite des Dokuments. Für die Auktion gibt es keinen Mindestbetrag, sodass viele Menschen, auch Ärmere, daran interessiert sein dürften. In Verbindung mit der Aktion dürfen sie die Altstadt betreten. Je mehr Leute kommen, desto besser für die Stadtkasse. Mhm. Beeile dich, die Auktion findet in nur 2 Tagen statt. Und bis dahin müssen die Informationen aufgehängt sein. Oh, das ist tatsächlich so eine Art Time-Limit-Mission, oder wie man das nennt. Ich dachte, Roderich sei für die Eintreibung der Bußgelder zuständig. Wenn du glaubst, dass es einem Richter darum geht, Bußgelder einzutreiben, dann weißt du wirklich wenig über die Funktionsweise des Staates. Meine Aufgabe ist es, komplizierte Rechtsverfahren zu regeln und dafür zu sorgen, dass sich alle Organisationen in der Stadt an die Verordnungen des Königs halten. Ich habe keine Zeit für jeden kleinen Diebstahl oder jede Schlägerei ein Bußgeld zu kassieren. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Stadt in Übereinstimmung mit allen Entscheidungen seiner Majestät Robert II. Funktioniert. Verstehe. Okay. Alles klar. So. Was gibt's hier oben? Was ist das? Tal der Morgenröte. Einrichtungsgeschäft. Ah. Bürger. Hallo. Ich glaube nicht, dass ich dich hier schon einmal gesehen habe. Mein Name ist Katrina und mein Mann und ich führen dieses Möbelgeschäft hier. Wenn deine Bleibe leer aussieht und du sie ein bisschen dekorieren willst, wirst du keinen besseren Ort finden. Hm. Hast du von Häusern gehört, die zum Verkauf stehen? Direkt nebenan wird eines gerade versteigert. Geh einfach die Treppe hinunter. Gleich nachdem du den Laden verlassen hast, ja, ich weiß. Sein Besitzer wurde entnommen. Ja, heutzutage ja. Muss ein Käufer ein kleines Vermögen ausgeben, um dieses Haus zu ergattern. Ja. Andererseits hatte der vorherige Besitzer nicht den besten Ruf unter den Einheimischen. Ich weiß nicht, ob ich selbst dort wohnen möchte, aber das ist dir... Egal.
Ich sehe nicht, dass dein Mann dir im Laden hilft. Eon zieht es vor, den ganzen Tag herumzusitzen und Schach zu spielen oder sinnlose politische Streitereien mit seinem schwachsinnigen Freund zu führen. Vielleicht ist das auch besser so. Zumindest macht es mir nichts aus, den Laden so zu führen, wie ich es mag. Ah, Leon. Stimmt, den kennen wir doch. Wo ist denn der? Können wir dieses Fisch herstellen? Ah, wir müssen erstmal den Rezept lesen. Sollten wir alle Rezepte durchlesen? Verstehe. Verstehe. Geht das überhaupt? Ja. Ah, verstehe. Tränke auch. Bogen verstehe. Auch, oder? Nee. Ich verstehe nicht. Verstehe. Ich verstehe nicht. So. Würzige Kohlsuppe geht zum Beispiel. Fischertopf. Das sollten wir doch machen, ne? Oder das Fischertopf mit Kräutern. Das weiß ich gerade nicht mehr. Fischertopf. Okay. Aber nur eins können wir machen. Wow. Na gut. Ja, wir haben halt zu wenig Zeug dafür. Und das Zeug sollten wir eigentlich holen von dem einen Dude, aber haben wir jetzt nicht gemacht. So, ja, wir wissen, was passiert ist deswegen. Oh, was ist das? Hier ist eine Tür, die man nicht zugehen kann, reingehen kann. Vielleicht kommen wir da später noch hin. Ist so ähnlich wie die Tür, wobei der einen Schmugglerbereich ist, ne? Ah, und hier ist das mit dem Rathaus, oder? Okay. Gardist. Beamter. Morris. Statthalt, wie kann ich dir helfen? Habt ihr irgendwelche Aufgaben für mich? Nein, ich brauche da... Ich da... Das? Ah ja, da waren wir ja schon. Aber ich tue mal noch mal kurz dieses Durchskippen, weil ich habe die nicht nur mit ihnen noch mal geredet. So. Das ist alles, oder wie? Ah, da geht's ja auch noch irgendwo hin, aber... Was ist das? Goldschmiede. Vielleicht können wir dort unser Goldzeug verkaufen. Hey, du. Hallo. Ich hoffe, dass dein Anliegen keine Zeitverschwendung sein wird. Du hast ein sehr schönes Haus. Oh, danke, danke. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Goldschmiede-Werkstatt, die ich von dem früheren Besitzer gepachtet habe. Möge er in Frieden ruhen. Der Kerl starb irgendwann und ich stellte Lehrlinge ein und vergrößerte sie auf die Größe einer ganzen Gilde. Bist du eine Goldschmiedin? Eine Goldschmiedemeisterin, wenn du mich fragst. Und mein Name ist Susanne. Ich bin Marvin. Du brauchst etwas? Ich bin Marvin. Alter, what the hell? Was hast du auf Lager? Der Verkauf wird von einem meiner Lehrlinge, Adrien, übernommen. Ich nehme nur Sonderaufträge an. Ah. Was verstehst du unter Sonderaufträgen? Schmuck aus hochwertigen Erzen und Edelsteinen. Ich sehe, ich habe einen wahrhaft würdigen Gast vor mir. Vielleicht möchtest du dir mein Angebot ansehen. Aber denk daran, dass die Bearbeitung jedes dieser Angebote... Okay. Ein paar Tage? Wahre Kunst braucht Zeit und ich biete dir nur das Beste. Zeig mir dein Sonderangebot. Wähle aus, was dich interessiert. Ah, okay. Schwarze Perle, krass. Stärke, maximale Energie.
Schaden. Geschick, Schutz. Erhöht den Schaden von Zauber 15. Bonus für maximale Mana 5. Wenn du keinen Boxenring trägst, dass du keine Waffe angelegt hast, erhöht dem Stärke um das Vierfache. Ah, Boxerringe trägst. Zum Boxen, na geil. Ring von Arcolos. 3 Stärke, Hiebschaden. Amulett der Wassermagier. 7 Stärke und 20 maximaler Lebensenergie. Das ist krass. Nordmar-Amulett. Okay. Hey du. Guten Tag. Susanne sagte, du würdest deine Waren verkaufen. Ja, das ist richtig. Ich verkaufe Silber und Goldschmuck, aber es wird auch einige seltene Stücke geben. Was machst du hier? Ich helfe meiner Meisterin, Susanne. Eines Tages möchte ich auch so gut Schmuck machen wie sie, aber ich muss noch viel lernen. Wenn ich du wäre, würde ich nicht damit angeben, woher du kommst. Heißt das, ich bin in Gefahr? Wie soll ich es sagen? Nicht jeder hier mag Fremde. In der Stadt ist es noch nicht so schlimm. Aber auf dem Land können die Leute wirklich unfreundlich sein. Ja, ich hatte Gelegenheit, das am eigenen Leib zu erfahren. Ja. Wie läuft's in der Welt der Goldschmiede? Susanne ist eine Frau mit eisernen Prinzipien. Aber sie hat ein echtes Herz aus Gold. Wenn sie nicht wäre, würde ich immer noch Latränen in der klagenden Sirene schrubben. Okay. Gibt's hier noch mal Leute, oder... Okay, ich gehe lieber weg, sonst kriegen wir wieder Probleme. Genau, noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ah, okay. Das hatten wir ja auch schon. Nur muss ich wahrscheinlich nochmal auch bis dorthin spielen. Das ist wahrscheinlich ein Jägerhaus, kann das sein? Aber hier ist auch niemand irgendwie. Ah doch, hier. Deadlow. Hey, was machst du in meinem Haus? Oh. Was gibt's Neues? Wenn du auf die Jagd bist, verlasse dich immer auf deine Intuition. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen. Okay, wow. Bürger, Bürger. Ah, hier ist so eine Art... Ah, hier ist Kuno und Leon wieder, die bei. Hey du, hör mir zu, okay? Was ist denn? Ich muss dich verprügeln. Was? Nein, das klingt falsch, verdammt. Eigentlich geht es um meinen Boss. Du willst deinen Boss verprügeln? Nein, auf keinen Fall. Hä? Was dann? Wie soll ich es dir erklären? Ich bin ganz ruhig. Sagen wir einfach, ich habe meinen Boss belauscht. Er sagte, dass das Leben in der Altstadt viel sicherer ist als in anderen Bezirken der Stadt. Er sagte auch, dass es eine unnötige Ausgabe sei, Gold für einen Leibwächter auszugeben. Ich brauche jemanden, der mir hilft, einen Überfall zu inszenieren, damit ich meine Anstellung nicht verliere. Du willst, dass ich verprügelt werde? Ja, genau. Natürlich bekommst du eine angemessene Belohnung für dein Opfer. Was soll ich tun? Mein Boss sitzt oft auf den Bänken in der Nähe. Ich will, dass du bedrohlich klingst, damit mein Boss Angst bekommt. Und genau da komme ich ins Spiel. Ich werde dich besiegen und beweisen, dass jemand wie ich noch gebraucht wird. Haben wir eine Abmachung? Okay. In Ordnung. Ich helfe dir. Ausgezeichnet. Wenn alles gut geht, werde ich morgen gegen Mitternacht hier auf dich warten. Okay. Wie geht's? Absolut nichts. Ehrlich gesagt ist es mir lieber, dass nichts passiert, als dass mir etwas Schlimmes zustößt. Wie geht's? Ich kann nicht behaupten, dass der Anschlag auf Volker für mich eine Überraschung war. Das war schon lange abzusehen. Okay. Ich glaube, du gehörst nicht zu den Gästen. Wo willst du hin? Okay, und das war's, oder wie? Okay, ja, das ist die anscheinend krasse Altstadt. Okay. Dann würde ich echt mal sagen, das ist wirklich low, was ich hier sehe. Wirklich, wirklich low. Hätte mehr erwartet. Aber ja. Egal. Gut, dann würde ich sagen, können wir ja die eine Quest machen mit den, Schließt
Lol. Nehmt euer Schicksal in die Hand. Nee, ich wollte sagen, wir machen. Warte doch mal kurz. Du wirkst auf mich wie ein anständiger Kerl. Sag mal, habe ich irgendetwas im Gesicht? Die Leute schauen mich seltsam an, manche lachen, aber niemand will mir sagen, was los ist. Und ich bin selbst ein bisschen durcheinander. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit einem guten Freund Wein getrunken habe. Du bist einem gemeinen Scherz zum Opfer gefallen. Was? Wie meinst du das? Dein Freund hat deine Haare und deinen Bart mit einem Rasiermesser behandelt. Um es vorsichtig auszudrücken, seine Arbeit weist einige Mängel auf. Oh Scheiße, wenn ich diesen Bastard in die Finger bekomme. Seid ihr auf der Suche nach Arbeit? Was wollte ich sagen, ja. Wir machen die Kopien und dann können wir ja die Sachen ausstellen. Läufer Marvin? Ja. Das ist richtig. Gumbert will dich beim Weingut treffen. Ich hörte, dass ihr etwas zu feiern habt. Mein eigener... mein Wein, mein Wie. Mein Wie ist fertig, Leute. Es wäre natürlich auch nicht eine schlechte Gelegenheit, wenn wir, wenn wir, dann auch eigentlich zu Leonardo, heißt Leonardo? Lorenzo meine ich. Zu Lorenzo gehen. Da waren wir auch lang, Nämmel. Aber der Stadtschreiber sollte ja... Wo war der nochmal? Eigentlich hier Richtung, oder? Und dann... Ja. Nein. Hey, du. Der Richter will, dass ich 5 Abschriften dieses Dokuments anfertigen lasse. Hausauktion. Gut, die Kopien sollten in einer Minute fertig sein. Hier sind die Dokumente. Auf einem separaten Zettel habe ich den Inhalt der Rückseite des Dokuments aufgeführt. Okay, danke. Danke für deine Hilfe. Ein Satz in 4 Wänden. So, ich habe ja hier irgendwo was gesehen. Hier war... wenn wir schon da sind. Stimmt. Wenn er überhaupt mit uns reden will, ne? Ist das? Salzer? Kenne ich doch gar nicht, oder? Ich habe dir... Wirklich? Oh. Warum hast du dich entschieden, den Söldnern beizutreten? Meine Hobbys würden mir wohl kaum ein gutes Gehalt garantieren, meinst du nicht? Außerdem diente mein älterer Bruder viele Jahre lang als Wache und hat mich mit einer Leidenschaft für das Militär angesteckt. Aber ich mochte diese steife Art der Armee nicht. Den Launen von verfetteten Kommandeuren gehorchen, die den Krieg nur von ihrem Schreibtisch aus sehen. Also bin ich der Gilde beigetreten, die Gold und persönliche Entwicklung bietet. Und jeden Morgen einen kostenlosen Humpen dunkles Paladiner. Ja, jetzt ja. Wo ist dein Bruder jetzt? Nach dem Einsatz auf den südlichen Inseln segelte er mit Robert zum Festland. Ich habe seit vielen Monaten nichts mehr von ihm gehört. Der Krieg zieht sich Monat für Monat hin. Ich befürchte das Schlimmste. Ich habe ihn immer wieder davon abgeraten und versucht ihn davon zu überzeugen, sich im Osten niederzulassen, wo es sicherer ist. Allerdings war er schon immer das stoßende Mitglied unserer Familie. Kennst du jemanden in der Gilde, der mir etwas beibringen könnte? Wenn du einen guten Lehrer für den Schwertkampf suchst, ist unser Hauptmann Adelard sicher einer. Der Typ ist ein wirklich großartiger Schwert. Er ist ein Veteran unzähliger Schlachten, darunter... Ja. Wie ist er zu einem Söldner geworden? Naja, vielleicht erzählt er dir eines Tages. Ja. Verstehe. Ja. Außer ihm gibt es noch ein paar andere Gildenmitglieder, die dir das eine oder andere zeigen können. Sieh dich in deiner... Okay. Danke für den... Okay. Sehr... Geschicklichkeit, Einhandwaffe... Oh, sogar kostenlos. 8 Lernpunkte. Wir haben 25. Es lohnt sich eigentlich jetzt Stärke zu lernen, oder? Eigentlich. Wir sollten mal wirklich eine bessere Waffe nehmen können. Wobei wir sagen, ich sagen muss, wir haben kaum Geschick, aber brauchen wir nicht, auch nicht zwingend, ne? So. Hey, du.
Okay. Was hat er eigentlich so viel Stuff? Na, okay. Stärke 10 Lernpunkte. Ah, das ist schon teuer. Da müssen wir uns überlegen, ob das sich überhaupt lohnt. Weiß ich nicht. Hm. Lass uns trainieren. Was kann er trainieren? Cool. Okay, dann machen wir mal kurz die Mission, dass wir die Zettel aushängen. Vielleicht haben wir sogar das Glück, um dieses Haus zu kaufen. 800 Gold ist schon wenig, aber vielleicht kann man ihr noch mal ein paar Felle verkaufen. Ich weiß nur nicht, ob wir noch überhaupt was haben. Glaube nicht. Ah, Wüstenwolf, der stimmt. 187. Krass. Das ist der. Genau. Wo waren jetzt? Ich habe die doch gesehen.